Ja, moin und willkommen zurück zur mittlerweile, ich habe nachgezählt, 8. Folge Mad Games Tycoon 2 mit mir, also Manuel M80. Und 8. Folge schon, unfassbar, so schnell kann es gehen. Wir sind mittendrin in der, ich sag mal so, eine neue Spielesuche. Wir werden ein neues Spiel jetzt heute programmieren. Und zwar aus dem Bereich Denkspiel. Beim letzten Mal hatten wir das Spiel Ugg, was übersetzt Knobeln heißt, ne? Habe ich letzte Folge schon erzählt. Haben wir quasi Ugg entwickelt und heute soll es auch nochmal ein Denkspiel sein. Und ich schau mal rein. Also wir nehmen mal das Denkspiel, obwohl aktuell haben die nur 54% Interesse. Egal, wir müssen uns da ein bisschen aufbauen. Ich muss es einfach erlernen sozusagen. Und Thema wird sein, was ist denn immer noch im Trend? Komm, wir machen einfach nochmal, wir machen das jetzt ganz verrückt. Wir machen einfach Ugg 2. als richtiges, vollwertiges Nachfolgespiel sozusagen, sondern einfach als reines neues Spiel. Merkt ja keiner. Denkspiel, Steinzeit als Thema. Und Spielgröße lassen wir erstmal B. Mal gucken, ob das dann irgendwie passt. Wir entwickeln das auf, ja, wir haben... Ah, okay. Ich müsste eigentlich eine eigene Engine dafür entwickeln, oder? Wir machen das mal. Ich werde mir mal eben kurz eine Engine entwickeln, und zwar eine neue Engine. Und das ist dann die für die Denkspiel-Engine. Die heißt einfach... Die heißt Think. Finde ich gut. So, wir nehmen alle möglichen Sachen mit rein, die man reinnehmen kann. Also auch den primitiven Stereo-Sound haben wir jetzt schon entwickelt. Und die moderne 2D-Block-Grafik, warum nicht? So, und das Spezialgenre ist in dem Fall Denkspiel. Und das programmieren wir vor allen Dingen ausschließlich auf den Personal-Computer. Der wird nun ein richtiger Hype, das wird noch einen Hype haben, denke ich mal. Und wir verkaufen das ganze Ding für 40.000 bei 5%. So, dann mal los, dann entwickelt doch mal. Hier hinten, die Qualitätssicherung wird nochmal eben kurz ein bisschen einen Spielbericht erstellen von Headhunter 3. Haben wir noch gar nicht gemacht, fällt mir gerade ein. Ist ja gar nicht so unwichtig. So, wir haben schon 2,1 Millionen Dollar. Das finde ich ganz hübsch. Aber warum sind die Mitarbeiter denn so demotiviert? Naja... Ich habe doch eigentlich einen ganz, ganz schönen Raum hier gestaltet. Oder auch vielleicht nicht. Moment. Ich mache mir nochmal den Aufenthaltsraum. Was Cooles reinmachen, ne? Mal so richtig Geld ausgeben. Wir wollen die Darts spielen. Keyboard. Ein Kühlschrank. Ein Keyboard. Oh, hier. Wir machen ein Keyboard und das regt richtig die Motivation an. Muss ich mal die Sessel nochmal ein bisschen umstellen. Wer hat dann die Sessel umgestellt? Moment. So. Den nehme ich mal raus. Dann drehe ich mir jetzt mal hier zur Wand. Und setze mich die jetzt einfach so zusammen. Ich muss die mal kurz an die Seite stellen. Nee, ich verkaufe den einfach mal. So. Und jetzt nehmen wir mal das schöne neue Keyboard, weil das soll total motivierend sein. Und die nehmen wir auch mal raus. Komm, wir brauchen uns neue Möbel. Wir sind mal so frei. Da, 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 da. Für den Aufenthaltsraum. Neue Sessel. Und, ach hier, warte mal, Motivation. Spielautomaten. Minigolf. Ein Dartautomat. Bringt nicht so viel, ne? Kühlschrank nicht. Komm, Spielautomat. Wir sind in der Spielfirma, da kann man auch mal ein bisschen am Spielautomat rumdaddeln. So. Voll motivierend. Und wir brauchen... Crazy Sessel. Grüne Sessel. Orange Hocker? Nee, ist nicht so toll. Rote Sessel, grüne Sessel. Ich bin ja eher bei grün. Passt auch so ein bisschen dann auch zu dem Keyboard. Und dann setzen sie sich einfach so ein bisschen gegenüber. Und dann setzen wir nochmal
einen wunderschönen Teppich. Hier. So einen ganz, ganz verrückten. Sieht denn das besser aus so? So. Also wenn das jetzt nicht Motivation genug ist, dann weiß ich auch nicht. Das sollte definitiv motivieren. Okay. Und UK ist vom Markt genommen, 849.000, also auch nicht ganz eine Million, aber mehr tatsächlich als, wie hieß es noch? Nein, Headhunter. Headhunter 2, Reloaded, oder wie auch immer das nochmal hieß, war dann nicht ganz so erfolgreich. Wenn die hier fertig sind mit ihren, also die Forschung hier vorne fertig ist, es gibt keine neuen Aufträge, okay, dann werde ich mal schauen, dass ich vielleicht nochmal ein Gebäudekomplex oder ein Gebäudeteil nochmal erforschen lasse. Nee, es gibt keine neuen Spielberichte, alles gut. Nö. So, die Engine ist im Grunde fertig. Das heißt, wir könnten jetzt ein Spiel entwickeln. Oder machen wir direkt die Fortsetzung? Die Fortsetzung von UG. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Computerkonsole, als wäre dann quasi, haben wir ja schon vorhin gesagt, UG 2. Steinzeitspiel. Wir bauen das Ganze auf der Think Engine. Das ist ja jetzt ein Knobelspiel. Hauptplattform ist der Personal Computer. Plattform 2. Ah, können wir mal. Ja. Atari. Machen wir mal drei Plattformen, ne? Hier haben wir auch nochmal 18,8% Marktanteil für den Teppel 2. Warum nicht? Moderne 2D-Block-Grafik. Also, das sind schon die neuesten Errungenschaften von dem Neuesten. Das Neueste vom Neuesten. Immer noch mit Safe Force. So, und wir haben. Ach, interessant. Wir haben als einziges sozusagen Level-Design richtig herausgefunden für Denkspiele. Liegt bei 6. Jetzt würde ich mir aber gerne einmal die. Jetzt würde ich mir gerne mal UG anschauen. Was gab es denn bei UG? Also 6 haben wir richtig erfasst, ne? Was gab es denn für Fanbriefe? Also die Fans sagen, sie sind von der Grafik enttäuscht. Okay. Das heißt, ich muss ein bisschen mehr Punkte in die Grafik reinsetzen nachher unten. Viele Fans sind begeistert von der Steuerung. Also Steuerung, Gameplay ist in Ordnung. Bessere Story. Bessere Story und hier steht höhere Spiellänge. Also, bessere Story. Story war hier auf 3 und Spiellänge war auch auf 3. Das heißt, die beiden müssten wir schon mal höher setzen als hier. Also Spiellänge, sagen wir mal, auf 6 und Story, sagen wir auch mal, auf 6. Ich schaue mal weiter. Was sagen Sie noch über UG? Einige Fans hätten sich gewünscht, dass UG uneinsteigerfreundlich ist. Also einfacher zu erlernen, okay. Und einige meinen, dass UG so sehr für Core-Gamer entwickelt wurde. Okay, das ist ja dasselbe. Das heißt, Einsteigerfreundlichkeit. Das haben wir. Das hier unten? Ne, Zugänglichkeit, ne? Hatte ich auf 6. Das ziehe ich dann mal zurück. Ich hoffe, dass das so gemeint war. Beziehungsweise. Ich ziehe das nochmal hier so ein bisschen weiter zurück. Das ist, wie gesagt, wieder so ein. Oh. Oh, jetzt habe ich mich gerade verklickt. Wir waren hier. Nee, oh, wo ist es jetzt hin? Hier. Habe ich das jetzt gerade alles wieder vertüdelt? Ich glaube ja. Müssen wir nochmal machen. Ich habe mich gerade verklickt, entschuldigt. So. Das Ganze soll UG 2 heißen. Das soll auf dem PC kommen, auf dem Katari oder auf dem Tablet kommen, haben wir gesagt, ne? So, mit Think Engine, alle Sprachen aktivieren, Kopierschutz ist drin. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Also. Wir sind bei UG drin. Bessere Story, höhere Spiellänge. Ausgehen. Bessere Story, höhere Spiellänge. Das machen wir hier mal meinetwegen 6. Und Spiellänge auch auf 6. So, die anderen Dinger müssen wir nochmal gleich weiterschieben. Das heißt, wir gucken hier nochmal hin. Einsteigerfreundlich soll es sein und es ist zu sehr für Core-Gamer.
mache ich weiter. Einige Fans hätten sich besseres Missionsdesign gewünscht und so viel Gewalt. Missionsdesign ist hier auf 6. Es soll also noch besser sein. Und zu viel Gewalt. Das habe ich hier vorhin schon runtergezogen, ne? Bisschen mehr casual. So, und jetzt ist die Frage, was machen wir mit den anderen Punkten? Ich schaue nochmal ganz kurz rein in den Vorgänger. Zu viel Gewalt ist zu einfach. Aha, UG ist also zu einfach gewesen. Genau, dann bleiben wir doch mal hier bei... Ach komm, lass mal bei 7 stehen, das ist in Ordnung. Jetzt ist interessant. Also Spiellänge haben wir gesagt, es muss etwas mehr sein. Wir nehmen mal die Spieltiefe ein bisschen raus. Zugänglich, Innovation scheint auch nicht so wichtig zu sein. Und Story, Charakterdesign, Missionsdesign. So, einfach mal so. Einfach mal so ein bisschen probieren. Und es wurde gesagt, ein bisschen bessere Grafik wäre ganz schick. Also wenn wir uns hier mal ein bisschen mehr auf Grafik fokussieren... Und vielleicht sogar auf Sound fokussieren und dafür ein bisschen in der Technik und im Gameplay rausnehmen. Dann sieht das schon mal ganz schön aus. Alle geeigneten Features. Und wir können sogar 14 Features mit einbauen. Die hätte ich natürlich alle ganz gerne mit drin. Also nochmal einmal ganz kurz zur ersten Seite zurück. Spielgröße sagen wir dann auf B. Kostet mich gleich ein bisschen mehr. Und jetzt haben wir aber tatsächlich 14 Features, können wir mit einbauen. Von maximal 20 an der Stelle. Und los geht's. Und die Fans sind bereits gespannt auf die Fortsetzung von UG. Du hast einen Hype-Bonus erhalten. Sehr, sehr gut. Die werden mal gerade direkt mal so ein bisschen bugfixen. Ach, das läuft doch schon ganz gut. Das läuft doch ganz gut. So, die sind immer noch am Erforschen der verschiedenen Genres. Und aktuell haben wir 1,9 Millionen Dollar auf dem Konto. Ich finde, das ist eine ganz gute Nummer. Okay. Und die Stimmung. Ach, guck mal um. Ah, interessant. Die Stimmung der Mitarbeiter ist jetzt auch höher geworden. Bei 63%. Vorhin haben wir irgendwas bei 50 rum gehabt. Das ist ja schon mal eine echte Steigerung. Und das nur, weil ich hier mal so ein bisschen ein paar Sachen eingebaut habe in ihr launchiges, wie sagt man? Wie heißt es noch? Ihr wisst schon. So. Ach, der alte Mann hat hier schon wieder so ein bisschen Sprachfindungsstörung. So, wir machen mal den mittleren Messestand. Wir haben nochmal Headhunter 3 und UG 2 als noch nicht releasedes Spiel. 1115 neue Fans sind dazugekommen. Und Pausenraum. Mein Gott, ich kann auch das Wort Pausenraum nicht. Ist ja unfassbar. Aber ne, dadurch, dass ich das einfach nur ein bisschen aufgepimpt habe, ist da jetzt viel mehr... Tja, sind sie viel freudiger und haben viel mehr Spaß. So, ein Musikstück für das aktuelle Spiel ähnelt zu sehr einem Hit aus den Charts. Um einer Klage zu entgehen, wurde dieses Musikstück entfernt. Okay. Also wieder ein Rückschritt in der Musik sozusagen, also hier in den Punkten. So, wir werden noch mal ein bisschen fortsetzen. Weil die Bugs müssen erst raus, das finde ich immer ganz wichtig. Und ich gucke nochmal gerade hier kurz beim Kundensupport, ob man nicht auch mal eben den Fanshop betreuen kann. Ach, da gibt es noch gar nichts. Aha. Fan-Kampagne. Was gibt es denn hier noch Schönes? Um neue Fans zu gewinnen, kannst du ein Event starten. Je aufwendiger das Event, desto mehr Fans wirst du gewinnen. Highscore Meisterschaft Studio-Tour. Komm, machen wir mal erstmal was Kleines. Für 50.000 eine Studio-Tour. Für die Fans. Weil wir haben gerade aktuell 9.600 Fans. Das kann nochmal ein bisschen höher gehen. Meine ich. So. Haben wir noch Platz hier vorne? Haben wir tatsächlich. Ne, das ist ja das Forschungsbüro. Aber hier sind auch nur 2 von 5 Arbeitsplätzen. Ich schaue noch mal kurz auf den Arbeitsmarkt. Ob ich nicht eventuell noch mal was jemand finde für Game Design, nicht für Programmieren. Nee, Programmieren ist ganz schlecht gerade. Game Design. Marielle Bravo. Game Designerin. Komm, die nehmen wir. Was ist das hier? Sie ist zu gierig. Ja gut, komm. Ich glaube, dass wir hier keinen Aufenthaltsraum brauchen. Vielleicht könnte ich nochmal mit eine kleine Toilette mit integrieren. Muss aber auch nicht unbedingt, glaube ich. So. Jetzt schauen wir mal.
So, U2 ist schon eigentlich im Grunde fertig. Wir könnten theoretisch releasen. Das machen wir auch mal. Ich muss ja mal ein bisschen gucken, ein bisschen Erfahrung sammeln. Schauen wir mal. Entwicklung abschließen. Hier sehe ich schon mal 4 Sterne. Aktuell geschätzte Wertung zwischen 60% und 80%. Das wäre natürlich richtig stark. Das wäre sehr, sehr stark. Mal gucken. Publisher suchen. Wir haben ein Denkspiel und wir haben ja mit Hudson schon ein bisschen Beziehungen aufgebaut. Das sieht man in den beiden Herzen hier unten drunter. Wir haben aber auch nur 3 Stärke. Also 3, Marktstärke 3. Gibt es noch einen, der stärker ist? Ich glaube nicht. Wir bleiben bei Hudson. Und wir haben tatsächlich... Oh, ab 6 tatsächlich. Wahnsinn. Das hat sich schon mal gelohnt. 71%. Was sagen wir? Gameplay 73, Grafik 39. Also bei der Grafik müssen wir auf jeden Fall nachbessern. Steuerung 100%, wunderbar. Bei der Grafik müssen wir nachbessern, definitiv. Und wir sind ein Indie-Studio. Wir haben jetzt 1 Stern. Das heißt, wir kriegen jetzt auch bessere Leute, die sich bewerben. Und nicht nur das, sondern eine 4. Plattform wurde freigeschaltet. Ich kann jetzt also für 4 Plattformen gleichzeitig programmieren. Ich werde mal währenddessen ein kostenloses Update machen für UG2, gleich mal nebenbei, mit ganz neuen Sachen. Ne? Also nochmal hier, um das nochmal so ein bisschen zu pimpen, die Grafik nochmal ein bisschen hoch zu pushen. Mit neuen Aufgaben, neuen Hintergrundgrafiken und. Jawohl, das machen wir mal. Ich werde auch direkt mal hier einen Spielbericht erstellen für UG. Aber das hat sich schon gelohnt. Also das war ja schon mal eine ganz coole Geschichte. Mal schauen. Also UG ist so sehr für Core-Gamer entwickelt worden, habe ich gerade gelesen. Das meinen die Fans. Wie sieht es eigentlich hier vorne aus mit dem Gebäude? 1,15 Millionen. Und? Nee, sind wir nicht dabei. Schade, hätte ja sein können, ne? Dass wir durchaus mal einen Games Award gewinnen. Aber ich glaube mit 70%, nee, wir müssen dann so einen richtig Hit hinlegen. Erst dann macht das, glaube ich, Sinn. Das werde ich mal ganz kurz hier abbrechen. Da kann man nämlich nochmal nebenbei später weiter dran rumbasteln. Engine Features, was haben wir denn? 8-Bit Grafik und 8-Bit Sound. Sehr, sehr gerne. Könnt ihr mal erforschen. Fände ich mal eine schöne Idee. Und ich glaube, ich schaue mal, ob ich nicht jetzt mal einen cooleren Forscher auch nochmal finde auf dem Arbeitsmarkt. Damit es ein bisschen schneller vorangeht. Augustus Grosicki oder Grosicki. Hallo, hallo, hallo. Warte mal, was hat der? Der ist sogar effizient. Komm. Du darfst forschen, Schnuckilein. Und dem ist kalt. Ach, guck mal, ich habe die Heizung vergessen. Ich habe in diesem Raum die Heizung vergessen. Mal ganz schnell mal, also das geht ja gar nicht. Da muss ich ja mal ganz, ganz schnell die Heizung mit einbauen. Heizung. Einmal hier zum Fenster. Halt einmal gegenüber an der andere Wand. Und wir machen es auch mal gleich direkt ein bisschen schön. Das sieht ja trostlos und traurig aus. Wie wär's da mal mit so einem Sonnenblümchen? Oh ja. Sonnenblume. Einfach auch so mitten in den Raum platziert. Und die kriegen auch einen Teppich. Ich habe irgendwie so ein Faible für Teppiche. Die sind irgendwie toll. Ein Rund ist zu klein. Den Grün? Nein, das ist zu langweilig. Ja. Ein ganz verrücktes Muster auch wieder. Gefällt mir gut. Kann man wahrscheinlich auch zusammenlegen irgendwie, ne? Und dann bekommen die auch noch so Architekturbilder. Ja, die sind eher so, die haben halt so ein bisschen ein Faible für Architektur. Keine Katzen, keine anderen Tiere. Einfach mal Architektur, warum nicht? Klatsch. Und hier nochmal ein schönes Architekturbild. Wunderbar. So, dann wird es da auch ein bisschen wärmer. Und Hatter 3 ist vom Markt genommen worden. 728.000 Gewinn. Immerhin, also Gewinn ist mir lieber, als irgendwie einen Verlust zu fahren. Aber das sieht ja schon mal richtig, richtig gut aus. Und neuer Trend ist Simulation mit Fischen. Ja. Irgend so ein Angelspiel wahrscheinlich, ne? Könnte man dann machen. So, dann werden wir gleich mal gucken. Dann könnten wir ja theoretisch noch ein Denkspiel machen. Dann aber auch schon erstmal die Engine aufpimpen mit den besseren Sachen, also die gerade hier auch erforscht werden. Und dann werden wir nochmal ein neues Denkspiel bauen.
Und ich werde nochmal den Kundensupport wieder anschalten. Aber alles das, ne? Ganz einfach, sage ich mal, machen wir dann in der nächsten Folge. Also ihr Lieben, macht's gut. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.